Die Gretchenfrage. Hoch drei. So läuft das Spiel. Ich frage, ihr antwortet. Und los geht's. Aber nicht schummeln. Ich merk das. Stell dich kurz vor. Wer bist du und was machst du so? Mein Name ist Stefanie von Berg. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn, wohne in Hamburg-Eimsbüttel. Und ich habe zwei Jobs. Ich bin in meinem einen Leben bin ich Leiterin eines Lehrerausbildungsseminars und in meinem zweiten Leben bin ich Politikerin hier im Hintergrund hier im Rathaus für die Grünen und ich bin zuständig für Schule, Berufs- und Weiterbildung und Religion. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Ja, wie habe ich es mit der Religion? Religion ist ein Teil meines Lebens. Ich bin so sozialisiert worden. Ich bin mit einer Familie aufgewachsen, in der Kirche und christliches Leben durchaus wichtig war. Also wir sind jeden Sonntag in die Kirche tatsächlich gegangen. Wir haben viel in der Gemeinde gemacht. So bin ich aufgewachsen und tatsächlich versuche ich das auch an meinen Sohn weiterzugeben. Für mich ist Religion ein wichtiger Halt. Ich bin selber also in der evangelischen Kirche. Mit dem Kirchenbesuch habe ich es nicht mehr ganz so. Das schaffe ich zeitlich auch gar nicht, aber ich bete eigentlich jeden Abend. Ich bete auch dann, wenn es mir wichtig ist. Ich bete mit meinem Sohn zum Beispiel zusammen. Und ich habe in schwierigen Zeiten von mir erfahren, dass Religion mir sehr, sehr viel Halt gibt und für mich wichtig ist und mir Ruhe und Frieden gibt tatsächlich. Was ist dir wichtig? Wichtig ist mir ganz persönlich, also für mein eigenes Wohlbefinden, dass ich Zeit habe für mich und für meine Familie. Und für die Gesellschaft ist mir tatsächlich das Allerwichtigste Gerechtigkeit. Ich merke immer mehr, je älter ich werde, dass Gerechtigkeit der Punkt ist, der mich wirklich auch antreibt. Der mich auch antreibt, zum Beispiel hier im Rathaus als Politikerin zu sitzen, was unglaublich zeitaufwendig ist mit 80-Stunden-Wochen. Und das ist das, was mir wirklich wichtig ist. Und dazu ist mir natürlich auch wichtig der Friede in der Welt. Und ich bin im Moment sehr, sehr beunruhigt und auch, ich habe auch ein bisschen Angst um die Zukunft, um Europa und um die Welt, wenn ich merke, wie nationalistische Parteien immer mehr an Einfluss gewinnen. Wenn du jemandem eine Medaille verleihen könntest, dann soll ich jetzt eine Person nennen. Tatsächlich finde ich Angela Merkel, der würde ich tatsächlich gerne eine Medaille verleihen. Ich finde, sie hat unheimlich viel dazu beigetragen, dass Deutschland der historischen Verantwortung durchaus gerecht wird, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Ich finde, sie hat unheimlich viel Mut bewiesen. Sie hat sich gegen viele kritische Stimmen tatsächlich auch, finde ich, sehr eloquent und mit sehr viel Standhaftigkeit zur Wehr gesetzt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, es hat durchaus was damit zu tun, dass sie ein christlicher Mensch ist und dass Christentum für sie auch sowas wie Menschlichkeit bedeutet. Und sie ist nicht meine Partei. Ich werde auch in meinem ganzen Leben niemals CDU wählen, aber ich bewundere sie für ihren Mut und ihre Standhaftigkeit. Und ich würde mir wünschen, dass sie eine Medaille bekommt. Na, war doch gar nicht so schwer. Und? Bin ich zufrieden mit den Antworten? Ja.